Willkommen, Freunde, zu The Suicide of Rachel Forster. Ein Adventure. Dann wollen wir doch die Geschichte mal genießen und hoffen, dass wir ganz gut vorankommen. Wir spielen es ohne Auflösung. Ob das nicht mal ein Fehler ist? Meine liebe Licoil, wenn man sich einen Drachen entgegenstellt, muss man das Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich von dem Drachen zu verneigen hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Oha. So, wir stehen so ein bisschen im Regen. Ist ja irgendwie merkwürdig, wir können uns gar nicht bewegen, ne? Doch, jetzt, ach Gott. Sieht aus wie eine Art Beerdigung oder so. Oh, das ist aber dunkel. So, wir drängeln uns da jetzt mal durch. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meine Mutter vertrauen. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierende Selbstmord haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir, ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der Nacht da geweint hast, in einem Zimmer, das dir fremd war. Und als Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So viel bleibt untersagt. Wenn die Zeit knapp wird, zuerst einmal tut es mir leid. So, jetzt gehen wir wieder hier in irgendwelchen... Sieht hier aus wie so eine Beerdigung oder so, kann das sein? Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines... guten Christen würdig ist, aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben, so wie ich es getan habe, Liebes, ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für allemal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Boah, Mensch, da haben wir eine riesen Geschichte hier. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkauf jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünsche, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Oh, ist sogar ein Tränenfleck drauf auf dem
Ah, der ist dir sagt, ne? Na. Kein schöner Anblick, sowas. Ja, ist auf jeden Fall eine traurige Geschichte. Hat sie Vater und Mutter sozusagen verloren. Helenau Nationalpark. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Hello from Montana. Ja, die Ladezeiten sind natürlich ziemlich fix. Zeigt die Karte kurz an, ich kann es kurz vorlesen. Bumm, Wegfahrer. Egal. So. Schneesturm. The smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Motorrad. Werkzeugkoffer. Können wir noch nichts mitmachen, aber es kommt bestimmt noch später. Mit der Maustaste können wir ranzoomen, das ist auch schon mal gut. Wasserwaage. Okay. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Schon so ein ziemlich kalter Raum, finde ich so, ne? Hier kann man nicht lang. Oh, hier klingelt das Telefon. Wer weiß wohl, wer, dass ich da bin. Wo ist denn hier das Telefon? Ah, hier wird das sein, ne? Ja. Können wir mal einen Anrufbeantworter ab. 911 Emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Oh, der hat einen Notruf gerufen. Seltsam. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. Ach ja. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Okay, er hat natürlich alle Nachrichten abgespielt, die jetzt da sind. Oh, die Scharen sehen aber geil aus. Ein Schnee da draußen. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a son. Oh, hier ist das Lager. Anyway, it's up to you now. Get to it. Ah, ein C64, das ist ja geil. Ja, das passt zu der Zeit, ne? So, aus dem Esstisch im alten Apartment geben Sie mir ein paar Stunden. Rennen Sie nicht weg, okay?
Okay. Hätten einen richtigen Anwalt aus Portland anheuern sollen. Mom und nicht diesen Provinzler, na gut. Wie kann ich die ablegen? Escape? Nö, hat sie so freiwillig weggenommen. C64, das ist ja mal geil. So, was finden wir denn hier Schönes? Die guten alten Röhrenmonitore. Mann, wie habe ich die geliebt. So. Und hier kommen wir. Wir können auch mal gucken, ob wir hier rein können. Wir machen hier mal die Tür zu. Tür zu ist immer gut. So. Ja, das war... Was hat sie gesagt vorhin? Das war ein Museum, ne? Achso, warte mal. Wir drehen die immer noch. Falls mal irgendwo eine Nummer hinter ist oder so. Ja, wenn das ein Museum ist, kein Wunder, dass denn hier irgendwelche Bilder und irgendwelche Exponate dann hier rumstehen. So, hier geht, ist nichts. So, was haben wir hier? Irgendwo was versteckt? Nö. Bis jetzt konnten wir ja noch gar nichts einsammeln. Dann gehen wir mal nach oben. Also auch schick, ne? Hier so rot mit dem Sofa. Geht ja noch weiter nach oben. Geht's hier auch rein? Nein. Geht's nicht rein? Hier geht's aber lang. So. Auch krass, dass die Lampen hier noch brennen. Hier ist ein altes Schlafzimmer. Das ist Badezimmer. Ja, wir können die Kämme uns angucken oder viele Dinge angucken, aber wenig einsammeln bis jetzt. Ja, können wir den Wasserhahn anmachen? Ne. Ist ja eigentlich auch oft so in den Spielen. Das ist, wenn ich mittlere Maustaste drücke? Nö. Okay. Hier scheint auch nichts Wichtiges zu sein. Also der Schnee da draußen, der sieht aber echt gemütlich aus. So. Mal hier lang. Ach, die guten alten VHS-Kassetten. Was haben wir denn hier noch? Zigarettenpackung. Hier geht's auch nicht rein. Nur noch Magazine. So, was haben wir hier? Hier ist auch wieder ein Telefon. Machen wir zu. Brille. Interessant, ne? Was man alles so anheben kann, angucken kann. Oh, hier sind aber viele Bücher gestapelt. Tja. Hier ist eine Küche. Ich glaube, den Kühlschrank wollen wir jetzt nach der langen Zeit nicht mal aufmachen. Ich glaube, 91 hat die Mutter geschrieben und 93 sind wir hingefahren oder so, ne? Ja. Reinigungsmittel. Hm. Vielleicht wird uns das auch angezeigt, weil wir später irgendwann brauchen oder so. Hm, man weiß es nicht.
Hier kommt man nicht weiter. Sind auf dem Kartons. Oh, das sieht aus wie ihr altes Zimmer, ne? Und everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so. Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Ja. Oh. Joystick. Ah, wie geil. Oh. Victims in the last 3 days. The snowplows are ready, but we're waiting. Das Radio geht noch. Lavalampe. Auch in den 90ern ein Must-Have. Make sure your generators are in good condition. Stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside unless isolated. Return home. Aber warum kann ich den Schlüssel jetzt nicht nehmen? Okay. Radio ist aus, sehr gut. Ah, jetzt geht's. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Okay, wir haben... Ah, den hat sie sogar jetzt mal eingesteckt hier. Ja, das waren hier Eishockeyspieler. Hier noch irgendwas... Oh, das sieht aber auch schick aus, ne? Mal der damaligen Zeit, ey. Geile Idee mit der Erde und so. Cappy. Kann die Lampe an- und ausschalten? Ne. Sonst noch irgendwas übersehen? Ah, alte 5¼-Diskette. Ist ja auch geil. Okay. Tja, sind so viele Bücher hier. Oh, was ist das? Das sieht aus wie das Schlafzimmer der Mutter. Leonards Buch. Kann auch Schlafzimmer des Vaters sein. Hm. So richtig wissen wir das ja hier gar nicht, weil wir die Geschichte noch nicht so richtig kennen. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Hier ist nur so eine Art Pillendöschen oder ist das ein Salzstreuer? Streichhölzer. Nimmt sie auch nicht mit. Nimmt sie auch nicht mit. Okay. Spamm. Okay. Okay, hier waren wir auch schon drin. Welche Tür haben wir denn? Ach, hier ist das Badezimmer. Da waren wir noch nicht drin, ne? Reinigungsmittel Pluto. Also an Reinigungsmittel können die sich hier totschmeißen. So, aber nichts Wichtiges, was von Bedeutung ist, ne? Hier ist wieder ein Kamm. Leonards Tabletten. Ach, den hatten wir schon. Und wieder Zahnpasta. Auch nichts Außergewöhnliches. Zigarettenpackung. Reinigungsmittel. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach unten. Wobei, wir können ja noch einen höher gehen. Ne? Oder? Wenn ich das so richtig gesehen habe. Warte mal.
Ah, hier geht's auch nochmal weiter. Echt eine Taschenlampe? Nee. Das ist jetzt hier ziemlich düster, muss ich sagen. Die Mauer sieht geil aus. Hier sind Stühle. Das auch geht's auch wieder. Ist eine Treppe nach unten. Ja, ziemlich komplexes Haus, würde ich sagen. So. Hier ist wieder Reinigungsmittel. Ach, hier ist das Lager. Genau. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Boah, das ist aber riesig, oder? Ist so ein bisschen was hier von Lost Place ist irgendwie, ne? Guckt sich hier die Umgebung an. Weiß nicht, wo es lang geht. Ist von alleine zugegangen, wieder ein Klassiker. Wunder, dass jetzt hier nicht noch gleich ein alter Fernseher wieder läuft. So, da waren wir ja auch drin. Genau, von da kommen wir. Alles klar, dann gehen wir mal hier weiter. Telefonzellen. Genau, die Klingel, die brauchst du ja nicht. Hätte sein können, dass wir trotzdem mal spaßeshalber klingeln können. So, geht's denn hier ran? Das sieht so aus wie so ein ehemaliger Partyraum hier. Alkohol. Wahrscheinlich sogar noch alles trinkbar hier. Setz jeglichen Verstand außer Kraft, wenn man mal einsüppelt. So, von da kommen wir. Wir gehen mal hier runter. Ein bisschen Klavier spielen. Verstimmtes Piano, ne? Wohl nicht. Geht's auch wieder in die Privaträume. Ich würde sagen, wir versuchen... Ist die Tür zugefallen? Ne, die bleibt auf. Wir versuchen mal, die Türen aufzulassen. Solange es geht. Weil mir das ein bisschen... Weil ich sonst die Orientierung so ein bisschen verliere. Okay. Ja, privater Raum ist ja schon wie zur Corona-Krise. Die haben früher schon Toilettenpapier gesammelt hier. Der Ring. Das sollen die privaten Räume sein. Boah. Das ist aber echt übel hinterlassen, ne? Da geht's weiter nach oben. Hier ist auch schon wieder ein Lager. Nur ein kleiner Abstellraum. So. Reinigungsmittel. Schade, dass sie die Taschenlampe nicht nehmen können. Könnten wir doch bestimmt gut gebrauchen in so einem Adventure.
Es sieht aber auch urgemütlich aus, ne? Mann. Aber schick hier. Alter, was für ein Riesenhaus. So, da ist nix. Da ist auch nichts. Alter, da müssen wir uns aber ganz gut orientieren, ey. Hier ist auch nichts. Das ist ein Feuerlöscher. Kommt man auch wieder ins Treppenhaus. Aber da gehen wir noch nicht lang. Boah, ist das hier riesig, ne? Was mich hier wundert, dass diese Türen hier nicht aufgehen. Staff only. Hier ist auch nichts. Versiegelte Tür. Wahrscheinlich da, wo die Alte sich umgebracht hat, ne? Oder der Alte. Kostenplan. Ah, jetzt wird es hier schon ein bisschen düsterer. Ist noch ein Zimmer auf. Badezimmer. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Ist noch ein Brief. Checkliste. Schwer zu sagen, wo man noch nicht war. Gucken mal auf die Karte. Checklist ist das merkwürdige Telefonding benutzen. Okay. Das wird ja wahrscheinlich das merkwürdige Telefonding wird ja wohl unten sein, oder? Zeigt er eigentlich an, wo wir gerade sind? Nee, leider nicht, ne? Ist eigentlich auch ein Inventar? Nö. So, Master Suite. Gucken, suchen wir mal erstmal das merkwürdige Telefonding. Ich glaube, wir müssen wieder irgendwie nach unten kommen. Immer noch so relativ gut erhalten, ne? Ganze hier. Und hier eigentlich auch schon. Ach ja, doch, hier waren wir drin. So die Tür, die zugefallen ist, genau. So, merkwürdiges Telefonding. So, bestimmt wieder ganz am Anfang. Hier irgendwie rangehen. Hier steht keine Telefon. Das war ein Telefon, aber das kann ich nicht benutzen. Wenn ich jetzt wenigstens eine Anzeige hätte, wo ich denn bin. So. Master Suite. Garage. Wie kann ich denn erkennen, wo denn dieses Scheiß-Telefon ist? Ist zwar ein Telefon, aber das kann ich ja nicht nutzen. Ist nur der Anrufbeantworter.
Oh, hier ist die Küche. Hier waren wir auch noch nicht. Hier liegen überall Schwämme rum. Hier ist so ein alter verdorbenes Essen, ne? Wollte gerade sagen, ein alter vergammelter Kürbis. Das ist echt riesig hier. Oh, hier geht's in den Keller rein. Hier sind die Waschräume. Hier ist der Heizraum. Werkbank. Irgendwas ein- oder ausschalten? Nö. Hydraulikpumpe. Nö. Hier sieht es jetzt ja schon ein bisschen gruseliger aus. Ach, hier sind wir wieder draußen. Boah, draußen fährt der Sturm. So, wir gehen mal wieder ins Haus rein. Hier sind wir doch vorhin reingekommen, oder nicht? Ist die Lampe schon runtergefallen? Na, hurra. Übel, wie der Winter da durchsaust. Leere Halterung. Okay, wenn wir jetzt halt hier rein. Ach, hier sind wir ja auch vorhin reingekommen. Alles gut. Wieder mein Fehler. Oh, hier ist eine Umkleidekabine. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Die Skiroute ist aber abgeschlossen. Also war das gar kein Museum, das war ein Hotel, ne? Irgendwas beiseite räumen? Nee. Gucken, was wir hier so finden. Keller. Ah, da gehen wir noch nicht. Wir suchen jetzt erstmal unser Telefonding hier. Checkliste, das merkwürdige Telefonding benutzen. Aber wo ist das komische Telefonding? So, hier sind wir wieder in der Küche. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Telefon finden oder so. So.
Also ich kann mit der Karte momentan noch überhaupt nichts anfangen. Aber alleine schon aus dem Grund, weil nicht markiert wird, ob wir da sind oder wo wir gerade sind. Wobei wir könnten jetzt hier mal gucken, was steht da drauf. Dad's Office. Wir könnten mal gucken, wo wir sind. Restroom sind wir nicht, Ballroom sind wir nicht. Warte mal, Q war das, ne? Mit der anderen Karte. Ja. Lisa bringt mir momentan nichts. Ich kann hier auch nichts mehr benutzen. Jetzt wieder in die Küche, da wollen wir nicht hin. So. Gucken mal, dass wir irgendwie nach oben kommen. Und da nochmal die Räume alle absuchen. So. Ah, hier ist ein Wandtelefon, können wir das benutzen? Nö. Müssen uns nur merken, dass wir hier wieder rauskommen. Also, wir uns nicht hier wieder weiter verlaufen in zigtausend andere Räume. Oh, was ist das hier? Auch verschlossen. Zeigt aber auch nicht an. So. Ja, wir gehen trotzdem mal nach... Nee, wir gehen nicht nach oben. Wir gehen mal wieder zurück, sonst verlieren wir die Orientierung. So, wir gucken jetzt hier mal. Ja, da war ja auch telefonmäßig nichts. Wieder ein Telefon, das können wir aber auch nicht benutzen. Das ist... Ja, das ist es. Unser seltsames Telefon, da haben wir es endlich. Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Okay. Den hat sie ja auf jeden Fall. Kommt da wer angelaufen? Das ist wahrscheinlich der Sturm an dem Fenster. So, Checkliste ist jetzt offen. Hm, wir haben doch eben ein Fernglas da noch gehabt, ne? Diskette. Tja.
jeden Fall mit dem guten Mann telefoniert. Das haben wir jetzt erledigt. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Hm. Okay, sie hat ja gesagt. Oh, was war das denn? Kommt da wer die Treppe hoch? Okay, das ist der Sturm da draußen. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Genau, was soll schief gehen? Ja, das wird wahrscheinlich jetzt so ausgehen, dass wir hier nicht rauskommen. Ah, hier waren wir auch noch nicht. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, ja. He'll take care of everything. Fuck all this. So, genau, wir gucken mal, dass wir wieder in die Garage kommen. Da wird wahrscheinlich ein Unglück passieren, dass wir wieder nicht rauskommen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir da so einfach davon kommen. Also, dass wir einfach abhauen können. Ja, das Spiel vorbei. So, hier ist die Garage. Hier ist ihr Auto. Mein Auto. Tell me you changed your mind. You there? Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Oh, man. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it. I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place... I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh, fine. Ja, super. Ich hätte eher gedacht, dass uns mit dem Auto was passiert, wenn wir rausfahren. So, das ist jetzt Mums Auto. Funktioniert auch nicht, aber... Wir kommen jetzt hier nicht raus, ne? Talk to me. I can't open the garage door. Oh, nee. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold.
I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look. I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. What? Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Ach Mann, ja. Haben wir uns nicht gedacht, das Garagentor geht nicht auf. Na hurra. Lennarts Motorrad. Das können wir aber wohl auch nicht nehmen. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Ja, aber super Empfang, muss ich sagen. Gerade da unten im Keller. Aber hier möchte ich auch irgendwie nicht bleiben, also. Tag 1. Ach! Alles klar, Tag 1 haben wir geschafft. Wow. Ich bin ja begeistert. So, wir haben hier übernachtet. Tag 1 ist vorüber. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle auch erstmal. Hallo? Nicht Schluss. You still there? Hören uns das noch an. Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. I just... I'll call if I need you. So, jetzt aber. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle... Genau, richtig. Ich denke schon wieder ans Essen. An dieser Stelle erstmal komplett Schluss. Und sehen uns dann auf jeden Fall im zweiten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.